Der Republikaner Kevin McCarthy ist auch im vierten Anlauf bei der Wahl zum Vorsitz des US-Repräsentantenhauses durchgefallen. Das ergab die Auszählung der mündlichen Abstimmung am Mittwoch. Der 57-Jährige hatte bereits in den vorangegangenen drei Wahlgängen nicht die erforderliche Zahl an Stimmen erreicht. Einige seiner Parteikollegen verweigerten dem Republikaner die Unterstützung. Auch die Schützenhilfe von Ex-Präsident Donald Trump, der dazu aufgerufen hatte, McCarthy auf den Chefposten zu wählen, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Chef des Repräsentantenhauses ist der drittwichtigste Vertreter der USA. Die vorherige Amtsinhaberin war die Demokratin Nancy Pelosi.